So, da sind wir heute mit ein paar Minuten Verzögerung. Es gab eine kleine technische Sache mit Zoom. Da sind wir erst reingekommen. Da gibt es immer mal noch so ein paar Kinderkrankheiten. Und heute habe ich das erste Mal an dieser Stelle auch gleich noch das Livestreaming auf den YouTube-Kanal mit aktiviert. Mal schauen, wie das funktioniert. Momentan scheint es zu laufen. Das heißt, Zeit für uns, die Märkte anzuschauen. Im Hintergrund sieht man es schon. Silber, absolut eine Rallye. Gestern haben wir nicht nur ein neues Jahreshoch gemacht. Wir sind auch über eine wichtige Preismarke ausgebrochen und wir haben ein 7-Jahres-Hoch markiert. So hoch wie jetzt standen wir seit 2013 nicht mehr. Das muss man sich einfach mal überlegen. Seit 2013 gab es da eine lange, lange Seitwärtsphase. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Des Weiteren schauen wir, wer es im Blog schon gelesen hat, weiß, was kommt. Die anderen wissen es gleich. Britisches Pfund US-Dollar und britischer Pfund Neuseeland-Dollar. Das die Werte heute auf der Uhr aus Tickmills täglichen Trading-Ideen. Und natürlich haben wir auch die Zeit, den ein oder anderen Wunschmarkt hier zu analysieren. Dazu bitte rein einfach in die entsprechenden Chats auf Facebook und gerne auch auf Zoom. Ihr wisst ja, wie es geht und danke auch für die lieben guten Morgengrüße. Heute mal bitte auf den Dow Jones schauen. Puh, klar, das mache ich sehr, sehr gerne. Die Indizes sind ja auch sehr interessant. Berichtssaison, ja, ist jetzt schon einiges passiert. Dann gucken wir uns direkt an, was hier gerade los ist. Übrigens, morgen ist Freitag, morgen schauen wir wieder auf die großen Indizes. Das sage ich hier an dieser Stelle, weil wir immer mehr neue, auch Zuschauerinnen und Zuschauer hier bekommen. Die heiße ich auch ganz herzlich willkommen. Freue mich drüber, dass das Format ankommt und wir hier Stück für Stück auch wachsen. Nutzt ruhig die Gelegenheit, die Videos morgens auch mal für die ein oder andere Frage mit zu nutzen. Freitags gibt es immer die große Rundumschau der Indizes und morgen gibt es ein bisschen Education. Wir schauen nochmal auf Schulter, Kopf, Schulter. Ich habe eine Frage bekommen, hatte mich mit einem Trader unterhalten zum Thema Schulter, Kopf, Schulterformation. Ja, wenn die Nackenlinie durchkreuzt wird, verkauft man nun mal bei einer Schulter, Kopf, Schulterformation. Das ist ja allseits bekannt. Die Gründe aber, warum und weshalb man wissen muss, weshalb es dort nach unten geht, woran man erkennt, dass es ein Fake-Ausbruch ist. Und wie die weitere Zielplanung ausschauen kann, das sind so ein paar kleine Eckpunkte, die dahinter stehen, die das Leben und die Arbeit mit diesen, ja, sag ich mal, nicht Streaming, mit diesen Schulterkopf-Schulterformationen ausmacht. Das gucken wir uns morgen einfach mal an, weil wer dieses Wissen hat, kann damit deutlich besser umgehen. Heute gehen wir auf andere Fakten ein. Zunächst erstmal, wie immer, der wichtige Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu der Tagesvorschau der Nachrichten. Es ist nicht viel heute los. Aus den USA sehen wir am Nachmittag drei Sterne. Da gibt es die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Sonst ist vormittags nicht wirklich viel los. Wir haben allerdings heute Morgen um 8 Uhr den GfK-Konsumklimaindex bekommen. Und das will ich mal nicht anhand der Zahl bringen, sondern ich möchte das hier anhand der Grafik einfach einmal zeigen, was hier entsprechend jetzt zu sehen ist. Und zwar schaut euch mal an, was wir hier haben. Wir haben ja jetzt eine sehr, sehr lange Zeit natürlich immer sehr, sehr hohe Werte hier gehabt beim GfK-Konsumklimaindex und dann hat es geknallt und zwar ordentlich. Wir sehen es hier unten, bis wohin dieser Index oder das Konsumklima nach unten gefallen ist. Jetzt allerdings, schaut mal, stehen wir fast bei der Nulllinie. Und was hier als wichtige Meldung rausgekommen ist bei der Umfrage vom GfK-Konsumklimaindex, mit Bezug auf die gesenkte Mehrwertsteuer haben viele der Befragten gesagt, ja, wir können uns tatsächlich vorstellen, die gesunkene Mehrwertsteuer dazu zu nutzen, jetzt quasi Ausgaben für längere, für größere Güter auch zu machen. Das ist erstmal nur eine Bekundung. Ja, können wir uns vorstellen, ob es so kommt, das müssen wir sehen, ja, ganz klar. Und was ich mal vermute, was auch wie immer typisch sein wird, das Ganze wird bestimmt erst gegen Ende des Jahres kommen, weil da ist das ja begrenzt, das läuft ja bis 31.12. Und ja, wir kennen das ja. Ne, man schiebt immer alles gerne bis zum letzten Schluss auf, um dann den riesigen Run am Ende noch zu haben. Wir schauen mal, was bei rumkommt.
das Ergebnis, was hier ist, ist auf alle Fälle mal eine positive Bekundung der Verbraucher zum Thema, wie verhalten wir uns denn jetzt hier im Konsum und was machen wir aus der gesenkten Mehrwertsteuer. Das dazu und damit gehen wir rein in die Charts und wir starten mit den Währungen. Britisches Pfund Neuseeland-Dollar, britisches Pfund US-Dollar, dann schauen wir auf Silber und dann gehen wir direkt auf den, auf den Dow Jones ein. Und jetzt haben wir hier schon einen kleinen Wettlauf, wer zuerst da ist. Christian, erster, stimmt. Heute war ich ja etwas später mit dran. So, nun zurück zum Chart. Etwas aus einer Reihe, die wir nicht ganz so oft hier auf der Uhr haben. Britisches Pfund Neuseeland-Dollar. Ja? Für viele sagen die sich, boah, kenne ich gar nicht so genau. Ich sage aber, nicht so schlimm, kann man trotzdem traden. Natürlich ist britisches Pfund Neuseeland-Dollar jetzt kein Währungspaar, was man mal so easy peasy traden kann oder tradet wie entsprechend Euro-Dollar beispielsweise, ja, oder das britische Pfund US-Dollar, also das Cable, weil einfach das ist ein anderes Währungspaar. Es ist aus der Nebenreihe, es fließt nicht so viel Geld rein. Nichtsdestotrotz, interessant zum Traden ist es alle Male. Was ist interessant? Wir haben hier den Schub aufs Jahreshoch gesehen, oben ganz grob über den Daumen die Marke von 2,10, also 2 Neuseeland-Dollar 10 und dann ab ging es ordentlich die Luzi nach unten, der Bereich hier oben sozusagen ein starker Widerstand. Der Abwärtstrend ist intakt, er ist vorhanden und wir stehen an einem wichtigen Support. Dieser Support hat hier drüben schon mehrfach den Test, was heißt mehrfach, hier will ich jetzt auch nicht übertreiben, aber hier drüben gab es einen Test, der wurde bestanden und es ging nach oben. Hier gab es einen Test, er wurde bestanden, es ging nach oben. Jetzt kommt es drauf an. Gestern hat der Markt unten schon mal angelupft. Brechen wir tatsächlich unten durch, dann haben wir möglicherweise die Chance, weiter runter zu laufen. Und wenn wir in die Zielplanung gehen wollen, wo denn sinnvolle Marker sind, schaut es euch an. Hier der Wendepunkt, als wir vom Abwärtstrend in den Aufwärtstrend gegangen ist. Das ist die Marke um die 1,873. Und dann haben wir hier unten noch den kleinen Zwischenschub hier unten rein, bevor es dann ordentlich nach oben ging. Das ist die Marke von 1,858. Das sind die zwei Level, die wir auf der Unterseite haben. Für diejenigen, die sagen, okay, möglicherweise kommt hier aber auch ein Abprall zustande und den möchte ich gerne traden, gibt es natürlich auch noch auf der Oberseite sozusagen die Chancen. Warum? Ganz klar, schaut mal, hier drüben gab es auch einen Abwärtstrend und dann gab es plötzlich den Wechsel in die Oberrichtung. Sowas kann ja auch immer wieder passieren. Und wenn das hier passiert, haben wir auch planbare Anlaufpunkte. Im ganz kurzfristigen Bereich ist das erste Mal hier oben das Zwischenhoch. Das Spike-Hoch war um die 1,932. Hier haben wir aber noch ein Level. Hier, das mache ich mal hier mit ran. An dieser Stelle die 1,925 in etwa. Das war so lange dieses Haltelevel hier an diesem kleinen untergeordneten Bereich, den wir hier haben. Ja, das ist durchaus auch ein Anlaufpunkt. Muss man schauen. Wichtig für die Oberseite ist, wenn man einen ordentlichen, funktionierenden Abprall haben möchte, wir müssen hier oben drüber. Also Kurse über 1,932 ebnen den Weg erstmal ein Stück nach oben. Und der erste Anlaufmarker hier, den habe ich mal gekennzeichnet mit diesem Zwischenhoch bei 1,9475. Das ist da. Wer das Ganze noch ein bisschen weiter vorantreiben möchte, schaut, hier ist ein weiteres Korrekturhoch, grob um die 1,963. Und dann haben wir hier oben diesen Bereich, diesen Schwungbereich hier. Das war mal eine Unterstützung, ist jetzt natürlich ein Widerstand. Da sind wir ja, bei 1,993. Was wir da oben haben. Also diese Marke ist auf alle Fälle mal etwas, was man mittelfristig, sollte es tatsächlich zur Umkehr kommen, mit auf der Uhr haben kann. Ja, das Ganze muss man schauen, ob es kommt. Aber planbar ist es, wie schon gesagt, auf alle Fälle, was die Oberseite mit angeht. Hier im britischen Pfund Neuseeland-Dollar. Und da brauche ich gar nicht in die Kleinzeiteinheiten, das schon. Da reicht für das, was wir hier auf der Uhr haben, mit Sicherheit der Tageschart. Das war Nummer 1. Nummer 2. Kommt gleich und zwar hier das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Den haben wir gestern ja versehentlich, weil ich nicht richtig gelesen habe, weil ich einfach falsch geklickt habe, hat man das britische Pfund schon mal auf der Uhr. Britisches Pfund gefällt mir momentan persönlich auf der Long-Seite relativ gut. Wir schauen mal kurz in den Tageschart rein. Ich mache auch mal eben kurz die Trenderkennung raus, was wir hier haben.
Wir haben auf Tagesbasis mittlerweile einen bestehenden Aufwärtstrend. Den sehen wir hier relativ gut. Wenn wir das mal sehen wollen, schaut mal hier steigende Hochs, steigende Tiefs, steigende Hochs. Das sind ja nun mal ganz markante Punkte für einen aufwärtstrendenden Markt. Und was wir noch sehen ist, ich zeichne das mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle, ganz klar ist der Aufwärtstrend, der ist vorhanden. Schaut es euch an, hier Bewegung nach oben. Ich mache einfach mal das Grobe. Halt, Moment. Das will ich ja grün haben. Löschen bitte. Wir wollen den Aufwärtstrend. So, nochmal den ganzen Spaß. Also hier grob gekennzeichnet. Ne? Das ist mal so das trendige Verhalten, was wir hier momentan haben. Und da laufen wir halt momentan schön hier oben ran. Dieser Bereich hier oben um die 1,27,7, das ist ein wichtiger Bereich. Momentan ist es ein Widerstand, den gilt es wirklich rauszunehmen. Der hat hier drüben in der Historie auch immer mal sozusagen eine wichtige Rolle gespielt, auch eine richtungsweisende Rolle, ja. Und das ist natürlich jetzt das, was ich hier auf der Uhr habe. Heißt an dieser Stelle, der Wert hier oben ist für mich hochinteressant. Und was mir hier wirklich für die Long-Seite recht gut gefällt, ist, ihr wisst das, ich schaue immer auf das Verhalten der Marktteilnehmer. Das heißt, ich schaue mir die Kerzenbilder ganz genug an. Das ist übrigens auch was für das Seminar, was im September stattfindet mit dem Martin Görsch und mir. Solches Verhalten besprechen wir dort, weil ich möchte, dass die Leute, die bei mir in die Ausbildung kommen, verstehen, was in den Charts funktioniert. Ne? Man kann mit Indikatoren und so weiter und so fort arbeiten. Das ist alles ganz klar. Nur ich bin der Meinung, wer genau sieht, was die Marktteilnehmer hier machen, ja, ob die innehalten, ob sich Druck aufbaut, solche Sachen, das bringt einem nochmal ein ganzes Stückchen mehr. Und was wir hier sehen, ist momentan tatsächlich etwas wie so ein leichter Druckaufbau. Wir sehen es hier unten, dieses kleine Ausbruchslevel von dem untergeordneten Aufwärtstrend, den wir hier haben, das ist angetestet worden und der Markt dreht direkt wieder hoch. Laufen wir jetzt hier über das Hoch von vor 2 Tagen bei 1,27,7 in etwa, wäre das ein schönes Signaltrigger, um den kleinen Aufwärtstrend nach oben zu schieben und dann die Chance zu haben, hier diesen Spike hoch bei 1,2813 rauszunehmen und dann weiter nach oben zu laufen. Und die Anlaufmarker, die wir hier haben, die sehen wir hier mal oben auf alle Fälle bei 1,32, hier ein bisschen drüber, oben in diesem Drehbereich. Und wenn wir jetzt das Ganze einfach mal hier mit anschauen wollen in dem 4-Stunden-Chart, da sehen wir hier, ich mache es mal ganz kurz rein, auch trendig, wir haben hier einen Aufwärtstrend, der aus der Korrektur jetzt nach unten oben wegläuft, nach unten gelaufen ist, in die Korrektur, in dem letzten Kaufbereich umgedreht hat und jetzt schön oben rausläuft. Und wenn wir hier tatsächlich irgendwann mal wieder in die Sache kommen, dass wir nicht nur anlupfen, sondern endlich auch mal ordentliche Trends bekommen, die vernünftig, nachhaltig solche Level aus dem Markt nehmen, da sind wir ja in letzter Zeit immer wieder fehlgeprüft worden. Wenn es dann nach oben läuft, dann haben wir wirklich gute Chancen. Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenraffe, sieht man es, das Zwischenhoch rauszunehmen und hier im größeren Bilde sozusagen die Trendfortsetzung zu generieren und dann die oberen Level ranzulaufen. Das ist das Interessante und das ist eine schöne Sache, die wir hier durchaus haben kann nach oben. Die Short-Seite müssen wir allerdings mit auf der Uhr haben, weil das Thema Abprall ist ja bei weitem nicht hier vom Tisch. Und ich weiß ja, hier schauen viele aktive Traderinnen und Trader auch zu, die sich sagen, nur gut, wenn wir nicht Long machen, machen wir halt Short. Kein Problem, wenn es der Markt uns zeigt. Das Abprallszenario von oben hat natürlich auch Potenzial zur Unterseite. Ne? Da wäre erst einmal, wenn wir tatsächlich hier oben weggehen, hier dieser Bruchbereich, wo wir oben drüber gegangen sind, der alte Kaufbereich bei 1,26,7 und dann hier ist dazwischen halt auch etwas Luft bis 1,25,18 hier unten. Grob, ja, wo diese Unterstützung war. Das sind die Marke, die wir unten haben. Sollten wir tatsächlich hier dieses Ping-Pong-Spiel weitermachen und nicht drüber laufen, kann man das kurzfristig definitiv auch auf der Uhr mithaben. Und damit schalten wir rüber auf Silber. Hier haben wir Silberkürzel XAG USD und da. Ach, bitte reibt euch jetzt nicht die Augen. Der Seidel schleppt hier mal wieder einen Monatschart an. Ging aber nicht anders. Ich habe es im Tageschart nicht reinbekommen, beziehungsweise es ist wirklich alles viel, viel, viel zu klein, was man dort sieht in den Zeiteinheiten Tag. Und drunter brauche ich gar nicht reingehen, da sehe ich nicht genug.
Ich muss als Händler einfach so ein bisschen sehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und hier sehen wir es. Schaut es euch einfach mal an. Dieses Level hier drüben, das war immer wieder der Deckel. Was heißt immer wieder? Hier war es der Deckel in 2016. Und jetzt sind wir quasi über dieses Hoch drüber gelaufen. Also hier haben wir diese große, weite Spanne, die wir hier gehabt haben. Lange Zeit der Markt unten raufgelaufen. Jetzt haben wir es oben weggenommen. Und das ist jetzt der Punkt, weshalb ich hier tatsächlich etwas mehr Historie für die Hinterseite im Chart brauche. Hier, wir brauchen für die Zielplanung ein paar Anlaufpunkte. Und für die Zielplanung, die nächsten Anlaufpunkte an der Oberseite, hier drüben, schaut euch das mal an. Da haben wir zwei schöne Wochenhochs. Das höhere Wochenhoch ist auch aus dem Trendverhalten hier nach unten das Drehlevel gewesen. Da haben wir die zwei Marken von 24,45 und 25,10. Die stehen auf der Uhr und das ist das, was wir durchaus jetzt nach oben hin auf der Agenda haben können. Und da habe ich jetzt mal umgeschaltet in den Tageschart rein und schaut mal Leute, da ist nichts. Also ich kann hier nichts weiter rausholen kurzfristig, wo wir uns hier orientieren können. Das heißt, wir haben hier einzig und allein momentan diesen starken Run nach oben und dieser starke Run, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir gehen mal in die Stunde, der schaut in der Stunde so an. Ne? Wir sind hier übers Jahreshoch drüber, haben kurz oben verharrt und dann bam, Schubs nach oben und wir trenden jetzt weiter nach oben. Hier haben wir schon wieder die Umkehr gehabt, aus der Korrektur raus. Auch hier ein interessantes Umkehrlevel hier, diese Marke, dieser Bereich hier unten, wie er gedreht ist. Das ist ein schöner Bereich, wo die Umkehr, sage ich mal, schön wieder auf Käufe getroffen ist. Da sehen wir, das kommt stärker und jetzt haben wir wirklich die Chance hier über das Hoch hier oben drüber zu laufen, über das Tageshoch, was wir heute gehabt haben und das Ganze schön nach oben wegzuschieben. Das sind die Chancen, die wir hier durchaus haben. Und wenn man das Ganze einfach mal rannimmt und sagt, welche Potenziale sind denn da? Wir sehen es hier oben, sehen wir schon, die 24,45 ist die nächste Marke auf der Oberseite. Und wenn die Bullen hier tatsächlich dranbleiben, das wäre sehr, sehr interessant, sehr schön zu sehen. Und wir sehen es halt, die Indizes gehen momentan nach oben, die Rohstoffpreise, also Öl wollte ich jetzt nicht sagen, Gold und Silber, also die Edelmetalle, die ziehen auch schön an, das läuft alles mit. Der Euro-US-Dollar läuft auch schön mit nach oben. Wir stehen jetzt bei knapp 1,16, also allen, die hier auch die Handelsidee umgesetzt haben auf der Long-Seite, dem Kaufsignal im Euro-US-Dollar gefolgt sind, was wir hier besprochen haben, die können sich jetzt auch wirklich über sehr, sehr schöne Gewinne auch freuen. Das macht halt einfach Spaß und das sind die Phasen im Trading, die man einfach nutzen muss. Wie schon gesagt, wenn Silber jetzt weiterläuft, überm Hoch hier oben bei 23,25 ist der Weg frei, hoch auf 24,45. Nach unten hin sollten wir hier dieses Level bei ungefähr grob über den Daumen 22,40 erstmal rausnehmen, um ein bisschen durchzuatmen, haben wir hier unten diesen großen, großen Ausbruchsbereich um die 21,40 als ersten Auffangbereich auch stehen. Das sehen wir hier sehr, sehr schön im Silber. Also die Bullen sind hier mit Sicherheit zurück. So, und dann schauen wir jetzt nochmal rein in die Fragen. Wir haben eine Frage zum Dow und wir haben eine Frage zum S&P 500. Beim S&P 500 ist die Frage, S&P ist im Stundenchart nach oben ausgebrochen. Geht es weiter gen Norden Richtung 3320? Das sind gute Fragen und denen widmen wir uns jetzt mal. Ich gehe zuerst mal auf den Dow ein, weil da kamen die Fragen zuerst. Und im Dow ist eine Sache sehr, sehr interessant und zwar die aktuelle Verortung. Ich nehme hier mal kurz den größeren Zeitrahmen raus. Und wir fokussieren uns jetzt hier mal auf den aktuell laufenden Trend. Das ist nämlich der, der hier von unten um die 25.000 Punkte-Marke losgelaufen ist und nach oben getrendet ist. Schön nach oben hier steigende Hochs, ansteigende Tiefs, auch wenn es hier mal ein bisschen unsauber war, es trendet nach oben. Und beim Dow gehe ich jetzt mal kurz in den Stundenchart auch rein, weil wir da das wichtige Level sehen oder das wichtige, die wichtige Oberseite. Schaut es euch mal an hier oben. Dieser Bereich hier, das hier, da oben, ja, ist ja wohl voll logisch, wenn ich mal rot brauche, wird es wieder grün. Dieser Bereich an dieser Sache, das ist genau das Level, wo wir drüber müssen. Schaut mal, das ist der Bereich obendrauf, wo wir aktuell sozusagen das Top haben hier. Diese Marke von etwas über 27.171 Zähler, das ist das Hoch, was wir da haben. Und dieses Hoch, ja, das gilt es rauszunehmen, um diesen größeren Aufwärtstrend wegzumachen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mit dem Aufwärtstrend meine. Geht sofort los. So, dann nehmen wir mal das. Schaut mal, hier sehen wir schön in der Stunde. Der hat hier angefangen, sich nach oben geschlängelt, nach unten, nach oben, nach unten,
Und jetzt stehen wir da. Und wenn wir hier tatsächlich die Trendfortsetzung bekommen, ist der Weg charttechnisch frei erstmal Richtung 27.600 Punkte. Das Potenzial ist mit Sicherheit da und sozusagen im Kleinen ist hier auch schon ein Kaufsignal generiert worden, nämlich hier, als wir hier über dieses Level drüber gelaufen sind, schaut euch das mal an hier, da haben wir sozusagen so eine Art, naja, ich will jetzt nicht sagen Schulterkopf-Schulter-Formation, es ähnelt ein bisschen, es ist keine klassische saubere Schulterkopf-Schulter-Formation, weil hier einfach noch die Zacken drinnen waren, aber nichtsdestotrotz, wir sehen hier oben das Level und da haben wir das kurze Verharren drunter unter der 27.020 Punkte-Marke und dann den Schub nach oben. Und jetzt ist es wirklich wichtig, bleibt die Dynamik da, haben wir echt richtig gute Karten auf ein Stück weit Rallye hier nach oben in Richtung 27.600 Zähler. Das dazu. Ja, und damit gehen wir in den S&P 500 rein. Das Ganze schauen wir uns auch an. Wir schauen zuerst mal kurz auf den Tag. Wie schon gesagt, die große Indexschau machen wir morgen auch, was hier so bei aufkommt. Aber im Tag, im Kleineren, sehen wir es hier auch sehr, sehr schön. Wir haben momentan hier unten, wir sind von unten gekommen und wir schlängeln uns trendförmig jetzt Stück für Stück nach oben Richtung des Allzeithochs. Und jetzt gehen wir mal kurz in die Stunde, um einfach mal zu schauen, auf was wir hier jetzt, sag ich mal, warten können an dieser Stelle. Stundenchart, zack, da ist er. Ja gut, den sehen wir jetzt hier ein bisschen schräg laufen. So, jetzt haben wir es. Also, Stunde, haben wir schöne Trendfortsetzung hier an diesem Punkt. Wir sehen es, ich zoome es ein bisschen, ich raff es mal ein bisschen zusammen. Auch hier sehr, sehr schön zu sehen, was wir hier haben. Jetzt der Ausbruch oben drüber, über dieses wichtige Level, also hier diese Marke in etwa 23.281 Zähler. Und da ist der Weg jetzt wirklich frei Richtung 3.300 Punkte Marke erstmal, wenn man das Ganze mal an runden Marken abmachen möchte. Wir schauen aber mal kurz in den Tageschart, was wir hier drinnen haben. Und da haben wir nämlich noch eine wichtige Sache liegen. Und zwar ist das hier erst einmal dieses hier da oben. Das Level, wo, na, hier oben. Einmal, zweimal. So, schaut mal, hier oben, diese Kurslücke, auf die kommt es an. Da ist ein Gap gerissen worden. Hier oben ist auch der kleine Mini-Mini-Aufwärtstrend gerissen worden. Also von der Seite her, die Verortung, wo wir sind, wenn wir die 3.300-Punkte-Marke im S&P tatsächlich knacken, ist der nächste Punkt erstmal hier Richtung Gap-Close bei 3.300 und ungefähr 37 Zählern, was der Schlusskurs hier unten gewesen ist. Ne? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man den Gap-Close für sich identifiziert, ob man das Tagestief hier unten nimmt oder tatsächlich den Schlusskurs. Dort oben liegen die Marker und das ist durchaus das Potenzial, was wir hier haben. Und diejenigen, die sich das Ganze anschauen wollen und sehen, aha, der Markt strebt nach oben, die sehen hier in diesem MTON-Live-Signal im Stundenchart auch den Trend hier angezeichnet, den wir hier drunter haben. Das ist der unterlaufende Trend, also der unten drunter laufende Trend. Und wenn wir uns den beispielsweise mal hier im 5-Minuten-Chart anschauen, kurzen Augenblick, dann sehen wir hier, wenn wir das übergeordnet, also hier habe ich jetzt mal den übergeordneten Trendverlauf drinnen, hier raffe ich es mal zusammen, hier sehen wir es schön, das Ganze, wie es nach oben strebt, ne? Hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung und hier sehen wir es jetzt sehr, sehr schön, der letzte Bewegungslauf sozusagen, das, was wir jetzt hier oben haben, das ist das, was jetzt als Trendiges nach oben gelaufen ist und hier sehen wir es ganz klar, ich mache mal kurz noch die Entry-Bar an, wir sind jetzt in einer weiten Bewegung drinnen, ja, das ist ganz klar, das ist ganz schön und wenn wir zurücksetzen, dann haben wir hier unten dieses Zwischentief, was wir hier haben, wo dieser Balken so richtig dunkelgrün geworden ist. Also je tiefer wir reinlaufen, je tiefer kommt die Korrektur und wer davon ausgeht, dass dieser Trend auch anhält, der bekommt hier gute Chancen reinzusteigen, die Oberseite mit zu avisieren, wenn die Bullen tatsächlich dynamisch da bleiben, dann wäre das ein schönes Level, was wir aus der Korrektur rausbekommen könnten. Also hier in etwa nochmal Test des Ausbruchsbereichs und dann zack nach oben, das vorausgesetzt, die Bullen bleiben hier mit am Ball. Die Chancen haben wir auf alle Fälle da. So, das dazu. Ich hoffe, die Fragen passen. Ja, da kommt auch schon das Danke zurück. Sehr, sehr gerne, Carsten. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Halt, ich sehe noch eine Frage. Mensch, wo wir hier nicht überall Fragefelder haben. Bitte noch US-Dollar, britischen Pfund analysieren. Jo, Mensch, zum Glück habe ich noch reingeschaut. US-Dollar, japanischen Yen. Da ist er. So, ja, eine schöne Seitwärtsrange, wie wir sehen. Also, Tageschart offen. Da sehen wir momentan hier, ich mache das Bild mal ein bisschen größer.
Wir zappeln hin und her zwischen unten der Unterstützung bei 106,55 und oben will der Markt nicht so richtig drüber. Ne? Da haben wir hier oben den Schwungbereich um die 107,64 beziehungsweise hier unten das Thema um die 107,60, 55, 65 in etwa. So, das ist das, was wir hier sehen. Also hier wechselt sich ein Seitwärtslauf nach dem anderen ab. Aber wir sehen die Auflösung von solchen Seitwärtsphasen. Die können immer mal auch schon für Dynamik sorgen. Das ist interessant hier zu sehen. Deswegen blicken wir jetzt kurz mal in diese aktuelle Seitwärtsphase rein. Hier im 4-Stunden-Chart, da sehen wir den Seitwärtslauf auch drinnen liegen, also damit namentlich genannt. Das Ganze mal zu ziehen hier, das was wir hier haben, da ist die Range entsprechend da. Unten die Unterseite, wartet, ich lege euch hier auch mal noch was drunter, also ganz grob hier, ne? Die Marke von 107 unten und 107,40 ganz knapp obendrauf. Das ist mal die Schwankungsrange. Das heißt, das ist dieses Hin und Her. Was wir immer schön gesehen haben, wenn es hoch ging, ging es danach runter. Heißt also hier, schaut euch das mal an, oben ran, runter, kurz Gegenbewegung, dann deutlich nach unten. Wenn wir das hier wiedersehen, haben wir richtig gute Chancen. Warum haben wir Chancen für die Unterseite? Wenn das Spiel sich wiederholt, ja, nur dann, das müssen wir ja sehen, hier schaut mal, das ist eine schöne Umkehrkerze auf Stundenbasis, die ist jetzt mittlerweile schon bestätigt worden. Und wenn es jetzt tiefer geht, das heißt, wenn wir hier tatsächlich unter dieses kleine Zwischentief drunter laufen, das wäre dann jetzt in den kleinen Zeiteinheiten das Low des kleinen Trends hier nach unten. Und das schauen wir uns mal ganz kurz in den 5 Minuten an. Schaut es euch an, hier an dieser Stelle, da trennten wir schon wieder runter. Ja? Das heißt, hier schön läuft der Trend nach unten hinweg. Wenn es hier zur Fortsetzung kommt, haben wir Chancen ranzulaufen. Erster Prüfungspunkt wäre hier die Marke von knapp 107. Das wäre dieses Ausbruchslevel hier. Wenn das nicht hält, können wir uns weiter auf der Unterseite orientieren. Da wäre als nächstes mal zu nennen hier dieser Zwischentiefbereich an diesem Kauflevel bei 106 knapp 90. Und dann als nächstes hier die Schwankungsbereiche, die wir hier unten drin haben. Schaut, da unten haben wir die 106,75 und dann schon das Zwischentief bei 107 in etwa, was die untere Seite der Range ist. Also interessante Verortung hier. Warum ist die Verortung interessant? Nicht etwa, weil hier der Markt schon nach unten trendet, sondern weil wir hier drüben halt dieses Kauflevel haben. Ne? Und wenn wir hier Support reinbekommen, dann ist die Chance gut, dass wir erstmal wieder nach oben laufen. Auch da hätten wir wieder eine Range. Also wir sehen, schwierig das Ganze. Aber Range-Auflösung kommen halt oft mit Schmackes, mit Dynamik. Und wenn wir die unten raus sehen, dann haben wir gute Karten zur Unterseite reinzulegen. Das heißt, wer sich hier kurzfristig auf die Lauer legen möchte, was ja in diesen Ranges auch Sinn macht, hat man hier ein gutes Level momentan, um die Unterseite zu bedienen, wenn es tatsächlich hier durch den Bruch zur Unterseite geht. Für die Risikoabsicherung haben wir halt auch Level entsprechend damit da. Wenn wir mal sehen, wo hier beispielsweise der Range-Bereich ist, oben beziehungsweise dann hier unten auf der unteren Seite. Die Begrenzung haben wir ja da bei 107, 107,10 in etwa. Das ist da und wie schon gesagt, wenn es hier oben drüber laufen sollte, ist die Short-Seite ja nicht mehr interessant, weil dann haben wir eher die Long-Richtung wieder hoch Richtung 107. Na, was haben wir da oben? 37, 38, was das Zwischenhoch hier drüben ist. Und das ist die Marke. Da hat man dann auf der Short-Seite nicht mehr wirklich was zu tun. Also interessant, gute Level hier an dieser Stelle für das Ganze. Und wie schon gesagt, die Short-Seite ist definitiv da. Wenn die Range das macht, was sie in der letzten Zeit immer gemacht hat, von oben nach unten zu laufen, dann haben wir hier gute Karten, dass wir, wenn der Bruch nach unten kommt, ein Stück weit auf die Unterseite laufen. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie eng man den Markt entsprechend traden möchte. Ju, dann hätten wir das. Ich sage allen gute Trades. Jetzt ist es 5 nach 9. Mal gucken noch mal kurz auf den DAX hier und dann sage ich bye bye Leute, wir sehen uns morgen früh wieder. Hier sehen wir es im DAX, er hat es versucht über das Zwischenhoch hier rauszugehen bei 100, bei 13.700 und ein paar in der 70 Punkte. Jetzt wird es interessant, ob er tatsächlich drüber bleibt. Auch im DAX wäre es jetzt interessant für den bullischen Move. Wir müssen oben drüber hier. Schaut mal, das ist das Level, wo wir drüber müssen. Wenn wir das tatsächlich schaffen, können wir oben reingehen. Aber beim DAX müssen wir so ein bisschen aufpassen. Heute bringen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ein paar Autobauerzahlen. Und wir wissen ja, Autobauer, deutsche Autobauer, Geschäftszahlen ist ein bisschen schwierig momentan mit den Autoverkäufen und. Das könnte auch den DAX durchaus negativ betreffen. Warten wir es mal ab. Wir müssen einfach nur schauen, was da ist. Wichtig, das ist die Good News, hier unten der Supportbereich um die Marke von
13.080 bis hier knapp 13.100. Das ist ein schönes Supportband. Da haben wir immer aufgehalten. Da kann man sich durchaus auch auf die Lauer legen, falls es ein bisschen was nach unten geben sollte. Damit haben wir es für heute. Danke fürs Zuschauen und bis morgen früh live um 8.30 Uhr. Dann zusätzlich mit einer großen Chartschau für die Indizes und ein bisschen Education im Bereich Eintauchen in Schulterkopf-Schulterformation. Bis dann. Tschüss.